Für Familien mit Kleinkindern sind Nachbarschaften besonders wichtig, weil man plötzlich viel mehr vor Ort ist und lernt auch die Ressourcen plötzlich zu schätzen, die soziale Beziehungen in der Nachbarschaft geben können. Bereits in der Befragung der Familien mit kleinen Kindern hat sich sehr stark gezeigt, dass sie sich vor allem einen Treffpunkt wünschen. Das heißt, einen Ort, wo man hinkommen kann, wo sich Eltern miteinander vernetzen können, wo die Kinder aber auch in Ruhe und in einem sicheren Setting spielen können. Ich glaube, dass viele Mütter gibt, die sich einsam fühlen, die gar nicht wissen, welche Möglichkeiten das in der Stadt überhaupt gibt, dass man sich vernetzen kann. Und da hat das Familienwohnzimmer gerade gefehlt. Ein weiteres starkes Bedürfnis war es, dass die Informationen über all die Angebote, die Kapfenberg zu bieten hat, besser zugänglich sind für Familien und dass man das auch leichter finden kann, beziehungsweise dass gewisse Angebote auch noch adaptiert werden. Also ich finde Kontakte mit anderen Eltern sehr, sehr hilfreich, denn man bekommt neue Inputs und neue Ideen, was man mit den Kindern machen kann. Und das ist auch ein guter Bereich, ein guter Platz für Kapfenberg, dass man weiß, wo man Leute trifft, und Kapfenberg wird dadurch auch facettenreicher dahingehend werden. Ja, wichtig ist allgemein ein gutes Angebot für Eltern mit kleinen Kindern. Genügend Spielmöglichkeiten, eben dadurch, dass das Familienwohnzimmer ist ein guter Ansatz. Spielplätze gibt es genug, sind leider auch großteils für schon ältere Kinder, also nicht für Kleinkinder. Es hat sich auch gezeigt, dass die Kinderspielplätze für Kleinstkinder nicht optimal sind noch. Der Wunsch nach kleinkindgerechten Spielplätzen ist also ein weiterer. Und es hat sich auch gezeigt, dass sehr viel Unsicherheit besteht, wie denn das mit der Kinderbetreuung in Zukunft gut funktionieren kann. Allgemein könnte ich mal sagen, sicher, dass die meisten Mütter berufstätig sind, vorher waren und dann wieder ins Berufsleben einsteigen müssen. Ist auf jeden Fall ein Stressfaktor. Aus meiner Perspektive die größten Sorgen und Stress macht eben das Berufsleben. Man muss das alles genau einteilen und hoffen, dass man irgendwo eine Kinderbetreuung findet oder eben, wenn man Glück hat, Familienangehörige hat, die in der Nähe wohnen, wo man das Kind dann theoretischerweise für ein, zwei Stunden abgeben könnte und dann das Kind wieder abholen kann nach der Arbeit. Denn sonst wird es eher schwer, dass beide Elternteile arbeiten können. Das bedeutet, dass die Eltern oft kurz davor waren, dass jetzt die Kinderbetreuung notwendig ist und da noch nicht so, sie sich noch nicht so sicher fühlen sozusagen, ob sie einen Platz bekommen und wie das dann von den Öffnungszeiten und so weiter organisiert wird. Die Idee zum Projekt FAN ist entstanden, als der FGÖ den Call für ein Kooperationsprojekt zum Thema Nachbarschaft ausgeschickt hat. Da wir als ISGS Kapfenberg schon mehrere Gesundheitsprojekte mit Styre Vitalis sehr erfolgreich umgesetzt haben, war es für uns naheliegend, als Kooperationspartner mit Styre Vitalis zu arbeiten. Wir haben uns für die Zielgruppe der Schwangeren und Familien mit Kleinkindern entschieden und haben uns entschlossen, Community Organizing als Methode erstmals in Österreich in diesem Projekt einzusetzen. Ich glaube, dass es für andere Städte, die im gesunden Städtenetzwerk sind, sehr wichtig ist, dass man diesen Prozess der Beteiligung auch anwendet. Sprich jetzt dieses Community Organizing, das wir ja erprobt haben, speziell mit diesem Projekt. Ich weiß, dass natürlich jetzt ein Projekt nicht eins zu eins auf andere Städte angewandt werden kann, aber ich denke mir gerade, dass andere Städte auch den Ansatz wählen, die Betroffenen mit einzubeziehen, zu beteiligen, ja, ihre Ideen einbringen zu lassen und in einem demokratischen Prozess auch abstimmen zu lassen, ist enorm wichtig. Warum wir uns beteiligt haben? Ja, weil es eine Chance ist, dass man sich einfach seine Ideen mit einbringen kann. Die Chance hat man sehr selten, dass man wo mitreden kann. Generell war es so, dass Familien es sehr geschätzt haben, gefragt zu werden, was sie eigentlich brauchen. Also die Stadtgemeinde Kapfenberg unterstützt das Projekt FAN schon von Beginn an, weil uns das Konzept des Community Organizing sehr gut gefallen hat, nämlich diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass sich Menschen mit bestimmten Interessen wieder selbst organisieren, zusammenfinden und dass eben da tolle Geschichten daraus entstehen können. Gestartet haben wir mit einer sogenannten aktivierenden Befragung in unserem Projekt FAN. Das bedeutet, wir haben sowohl Eltern als auch Expertinnen, als auch Personen aus der Wirtschaft und aus den politischen Bereichen befragt, was brauchen Familien von kleinen Kindern, damit sie sich in Kapfenberg wohlfühlen.
Diese Ergebnisse haben wir dann ausgewertet. Wir haben diese Ergebnisse dann auch zusammengefasst und bei einem Funfest, haben wir es genannt, präsentiert. Zu diesem Funfest haben wir alle Befragten, aber auch alle wichtigen Personen, die in dem Setting sozusagen mit dieser Zielgruppe arbeiten, eingeladen. Und da sind zwei Dinge dann passiert beim Funfest. Wir haben einerseits die Ergebnisse präsentiert und haben auf der anderen Seite noch einmal darum gebeten, abzustimmen, was wir denn jetzt weiter bearbeiten sollen in unserem Projekt. Dabei wurden zwei Themen ausgewählt, die am wichtigsten von den anwesenden Personen erachtet wurden. Das eine war zum Thema Vernetzung, einen Treffpunkt zu finden für Eltern mit kleinen Kindern. Und das zweite Thema nannte sich familienfreundliche Umgebung in Kapfenberg, wo es darum ging, Kapfenberg noch familienfreundlicher zu machen. Stadt Kapfenberg ist Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung ganz, ganz wichtig. Ich denke mir gerade, die Dinge, die Bürger und Bürgerinnen selbst entwickeln und wo selbst etwas entstehen kann, sind die nachhaltigsten. Und wir versuchen auf unterschiedlichsten Ebenen, wir machen auch Stadtteilarbeit, wir machen auch nachbarschaftsunterstützende Arbeit, auch in anderen Stadtteilen. Und das ist uns ganz wichtig, weil diese Dinge am nachhaltigsten sind. Gleichzeitig haben wir bei diesem Funfest auch gefragt, wer möchte sich an der Umsetzung beteiligen? Und wir waren sehr froh darüber, dass sich auch in beiden Gruppen Personen gemeldet haben, die dann in sogenannten Kerngruppen weitergearbeitet haben. In den beiden Kerngruppen, die im Projekt entstanden sind, haben sich vorwiegend engagierte Eltern beteiligt. Da wiederum eher die Mütter, weil sie von der Umstellung der Lebenssituation mit dem Kleinkind stärker betroffen sind und sie auch mehr zeitliche Verfügbarkeit hatten. Darüber hinaus haben sich aber auch noch Experten und interessierte Bürger ins Projekt eingebracht. Die zweite Kerngruppe, die zu dem Thema familienfreundliches Kapfenberg gearbeitet hat, hat eine sogenannte Spielplatzkarte erarbeitet. Das ist eine Online-Variante sozusagen, in der alle Informationen über die Spielplätze, die es in Kapfenberg gibt, zusammengeflossen sind und wo man auch erfahren kann, sozusagen, welcher kleinkindgerecht ist und welcher weniger. Meiner Meinung nach hat FAN genau das bewirkt, warum wir überhaupt damit begonnen haben. Nämlich, dass sich Familien finden mit Kleinkindern und zusammenfinden und austauschen können und so gemeinsame Interessen und Bedürfnisse abklären können. Und das freut die Stadtgemeinde besonders. Und so habe ich mir gedacht, das ist ein ganz tolles Projekt und da möchte ich mich auf jeden Fall einbringen, dass man vielleicht da eben unsere Ideen da ein bisschen verwirklichen kann. Und wir haben dann über den gesamten Sommer bis in den Herbst hinein mit den Gruppen gemeinsam gearbeitet daran, wie soll denn so ein Treffpunkt ausschauen, den wir heute ja glücklicherweise eröffnen dürfen, wie soll der ausgestattet sein, welche Rahmenbedingungen braucht so ein Treffpunkt und wie können wir diesen auch finanzieren. Ein Hauptfördergeber für unser Projekt ist der Fonds Gesundes Österreich. Kofinanziert wird FAN durch das Land Steiermark und die Stadtgemeinde Kapfenberg. Also ich finde es ganz toll, dass unsere Erwartungen mehr als erfüllt worden sind mit dem Familienwohnzimmer. Den Verantwortlichen der Gemeinde Kapfenberg ist noch stärker bewusst geworden, wo die Bedürfnisse der Familien mit Kleinkindern liegen und dass es noch Veränderungsmöglichkeiten und Bedarf gibt und dass diese Gruppe sehr wohl in der Lage ist, sich auch für ihre Bedürfnisse einzusetzen und diese umzusetzen.